In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main schon seit vielen Jahren sechs Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Und der Bürgermeister, der sprach es täglich aus: Sie, Herr Kerkermeister, es reißt mir keiner aus. Und doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die sechste Stunde bei dem großen Sturm. Und doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die sechste Stunde bei dem großen Sturm. Und am nächsten Morgen, dann sieht man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her und suchten sechs Studenten und fanden sie nicht mehr. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her und suchten sechs Studenten und fanden sie nicht mehr. Kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf, ihr deutschen Brüder, jetzt geht's fürs Vaterland. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Leute fragen, wo ist Absalom? Dann dürft ihr wohl sagen, oh, der hängt schon. Der hängt an keinem Galgen, der hängt am keinen Strick, sondern an dem Glauben an die Freie Republik. Der hängt an keinem Galgen, der hängt am keinen Strick, sondern an dem Glauben an die Freie Republik.